Ah, hier haben wir eine kleine Schluchtenwanderung gemacht im Süden Playa del Cura. Da ist das, hier in die Schlucht hinten rein. Also eine kleine Kapelle gebaut, da möchte ich den gleichen Weg nicht zurück. Hier nochmal rauf über die Kemi und dann hier weiter. Interessante steinige Landschaft hier. Natürlich vom von der Erosion ausgefressenen Felsen sind hier ziemlich interessant. Wachsen tut hier nicht viel, sehr trocken. Nur ein paar von diesen Wolfsmilchgewächsen hier dabei da. Und wie heißt das? Und hier so in den Felsspalten wachsen die. Aber wenn ich hier schon relativ weit oben, werde ich hier jetzt nach links rüber queren. Und dann da oben über den Kamm wieder zurück nach unten. Eine kleine Geschichte. Großes Exemplar. Das Nebenpal da, da auch drüben, hier runter drüben rauf, oder? Jetzt erst doch nochmal hier rauf gehen, und wahrscheinlich ein bisschen darüber queren, und muss ich hier den Barranco runter und dann drüben wieder rauf. Wir machen mal hier oben rauf und dann weiter, und dann nach vorne wahrscheinlich, und dann links runter. Kurz wieder ein bisschen steiler, schauen wir mal, ja, kommen wir schon rauf. Die Sonne kommt auch schon langsam, macht die Sache ein bisschen freundlicher. Bin ich jetzt hier oben auf den Flächen. Waren früher alles mal Felder, wo man Sachen und Tomaten später und vielleicht früher Getreide angebaut hat. Aber jetzt tut sich da schon lange nichts mehr. Oh, wenn ich hier oben beim B, oben steht noch ein Wasserlastwagen, der füllt hier Wasser auf, Welle. Wir haben das bisher hingelegt, weil Wasserlastwagen dahin fahren kann. Geht jetzt hier bergab, ohne noch irgendwie, die fast schon aus wie Apartments, aber ja, so weit weg vom Schuss. Wir haben so ein bisschen Aloe Vera angepflanzt. Gerade sehr schön. Oh, da drüben bin ich hier rauf. Dann hier rauf auf dieses Feld. Oben dadurch, das scheint scheinbar Wein zu sein, das Weiße, was sie da angebaut haben, noch ganz klein. Und dann jetzt hier die Straße weiter runter. So, hier am Barranco unten ging es ja dann vorher rauf, da hinten ins Eck sieht man es schlecht. Und dann da hinten rauf auf diese Fläche, wo die Häuser da stehen, die hellen. Jetzt geht es hier noch ein bisschen am Rand weiter runter bis zur Straße wieder. Ah, hier haben wir schon einen Blick nach unten, Playa del Cura, Barranco de Cura da drüben, Golfplatz von Anfi Tauro Golf. Und nochmal so die Häuser, die wir da noch reingebaut haben. Und diese Hänge rauf. Drüben ist die Autobahn, die hier unten drunter durchgeht. Ah, jetzt muss man hier nochmal einen kleinen Pfad hier an den Felsen folgen. Ein bisschen vorsichtig sein, sehr schmal, ich war nicht runterrutscht, aber wie gesagt, das geht dann schon.
Ein bisschen Blick nach Südwesten, Taurito und noch verschiedene Strände, Medio Almut heißt das und so weiter. By your side when the sun sets, I hope you'll stay.